Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Career, Folge 25. Ja, holen wir dein Auto, sobald du bereit bist. Ja, ich bin für heute fertig. Danke. Das 19. April, erste Woche aus SmackDown, war ich nicht jetzt bei SmackDown. Superstar Shake-Up, Akira Tozawa, Bobby Roode und Rich Swann zu Raw und Finn Balor, Kalisto und Cassius Ohno zu SmackDown. Und warum bin ich jetzt immer bei SmackDown? Du warst besser. Hey, schön, dass ich dich erwische, solange ich heute Abend schon noch hier bin. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich sehen wollen. Was soll ich sagen, in diesem Business verlagert sich die Macht ziemlich schnell. Da ist letzten Monat viel zu tun und das habe ich begonnen, um mit ein paar Fragen zu stellen. Fragen, die sich darum drehen, ob ich vielleicht falsch eingeschätzt habe. Ich glaube, ich war ziemlich offen dabei, allein zu zeigen, wer ich bin. Das gilt auch für Sie. Du hast wirklich diese Neigung da draußen echt, alles von dir zu zeigen. Aber ehrlich gesagt fällt mir kein Superstar ein, der es zu viel gebracht hätte, weil er seine wahre Natur versteckt hat. Vielleicht, aber so wie ich es sehe, trifft man entweder den Unglück ehrlich gegenüber oder man betrügt sich selbst. Sprech mit Shane McMahon, Arbeitstier oder Daniel Bryan, Publikumsliebling. Mit Shane Gay oder Daniel Gay? Was ist denn das für ein Bastard? Das Grillex. Habe gehört, dass Mr. McMahon nächste Woche im Haus sein wird. Ja. Seit wann kannst du hören mit so einer Maske?
Ist doch taub, Alter. Sprich mit dem Bastard, den ich zuerst erwische. Aber die Tür geht einfach auf. Das Spiel ist aber nicht so gut, ne? Türen geht auf, ne? Verpackte Kacke im Spiel. Ja, es wird jedes Jahr ein bisschen besser mit den Bugs. Kommt immer mehr dazu, das sind nämlich Neuerungen, meine Damen und Herren. Wo ist ein Schänder? Schlawiner. Na, das Game McMahon. Fähig ich einfach mit dem. Spektakuläres Timing, es ist gut, dass du vor der Show vorbeischaust. Klaro. Ich wollte wirklich nur plaudern, mir kommt es so vor, als ob du in jüngster Zeit nicht klar genug sichtbar wärst. Triple H hat mir vorhin sowas ähnliches gesagt. Er sieht so aus. Es sieht es also auch, hm? Aber eins mal vorweg, mach dir keine Sorgen, ich glaube, ich kenne einen Weg, wie wir dich aus der Nummer rausholen können, bevor sie zur Routine wird. Wenn man das ganze Spektrum der WWE betrachtet, stellt man fest, dass man am Anfang viele tolle Ehren ein mächtiges Duo steht. Natürlich, das Publikum ist ganz versessen auf die Art auch zwischenmenschlicher Chemie. Richtig, Shawn Michaels und Triple H schließen die Ex ins Leben, die NWO fing auch als Duo an. Nee, die fingen nicht als Duo an, die fingen als Trio an. Kane und Daniel Bryan, Kevin Owens und Chris Jericho, ich könnte ewig weitermachen, aber du hast es schon kapiert. Aber da Hogan aus dem Spiel gebannt ist, sagt man einfach du, obwohl es falsch ist. Genau wie die Anspielung vermute ich. Vorzüglich, dann weißt du erst schon, worauf ich damit hinaus will. Ich glaube, du musst einen Top-Superstar rekrutieren und ein neues Duo für eine neue Generation gründen. Damit kann ich definitiv arbeiten. Danke für den Tipp. Gerne doch, ich weiß, dass du es packst. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse. Sprich mit Todd Mull im Produktionsbereich. Aber Daniel Bryan wäre hier vorne gewesen, weil er kein Büro haben kann. Sorry Mann, geht immer noch nicht los. Heute ist einer von diesen Abenden. Kann ich irgendwie helfen? Nö, aber trotzdem danke, du kümmerst dich ja am besten um ein paar von diesen Superstars. Die scharen schon genauso mit dem Haufen wie du. Ha. Sprich mit dem Superstar, mit dem du zusammenarbeiten willst. Den haben wir denn als Jinder Mahal. Nochmal hier. Chris Gay. Da ist der Shane Domek. Der ist da. Mal einfach durch. Da ist niemand. Dorf, Sittl.
aber hier noch Randy Orton. Und dann nehme ich Jinder Mahal, Ziggler oder Orton, nehme ich natürlich Ziggler. Was geht? Ich dachte, ich könnte eine Menge von dir lernen. Klar, ungelogen, ich mache das jetzt schon eine Weile. Woher kommt das alles so plötzlich? Ich habe wieder einen Beef mit dir oder noch mag ich dich. Du hast mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich meine, du scheinst auf irgendwas abzuziehen. Was genau willst du denn? Dich? Mich? Wir zwei zusammen in einem Duo, ich sag's dir, das sei perfekt. Wir würden eine legendäre Kombination abgeben. Ja, Evelyn, ein kleiner Schwuchtel, ne? Ja, und warum soll ich das zusammen mit dir machen wollen, damit du endlich wieder mal Champion wirst? Und jetzt gegen einen Bobby Root verlierst, ja? Zusammen werden wir unaufhaltsam sein, niemand wird uns besiegen können. Vielleicht, du bist ja ab und zu auch gar nicht mal so schlecht. Du behauptest, dass du niemand aufhalten könnte, aber letzten Monat bist du ziemlich oft aufgehalten worden. Du fühlst dich für mich mehr nach einem wahnsinnigen Risiko an, nach unnötigem Ballast. Ich will nicht, dass du mich mit dir runterziehst. Verhalte dich, als ob du leben könntest, einen Superstar an deiner Stelle zu haben, der es mit dir aufnehmen kann und oder dir vielleicht sogar belegen ist. Worte reichen nicht. Schau mal, ich bin auch schon gut genug. Das ist genau das, was ich meine. Diese Gespräche bringen dich nirgendwo hin. Wir sind hier fertig. Sprich mit Todd Mullen im Produktionsbereich. Okay. Ziggler in Darkness, The Iconic Duo, The Main Version. Entschuldigung wegen der Verzögerung, wir wären jetzt bereits alles gut. Ich zumindest bin bereit, das ist ja nichts Neues. Viel Glück da draußen. Don't move. We have a great match coming up next. Tag des Feldes, Mojo SmackDown Live Late. This is gonna be amazing. Don't blink, folks.
folks. You might just miss Mojo Rawley making. This should be an incredible matchup. I mean, both men have extensive offensive repertoires, lasting endurance, and an insatiable appetite to be number one. And man, I never get tired of watching these guys compete. He slams him down with authority. Drops the elbow. He unloads an amazing series of moves. And Mojo Rawley just not looking good here. At this point, it's all about how he responds and potentially rebounds. Let's not get ahead of ourselves, Cole. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. If things don't change in a hurry, this has all the makings of a short evening for him. Moves like that can upset your opponent more than hurt them. He delivers a hard clothesline. Oh, and he breaks free. But the damage might have already been done, Michael. Mojo Rawley looks to be in some pretty bad trouble here. How can he get out of this mess? He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win here. But if you're counting him out now, you haven't been paying attention. He has more resolve than just about anybody on the roster. He's sending a message to the entire WWE locker room here. Got him with the elbow drop. Take cover. You could call this a good old-fashioned butt whooping. Caught by surprise by the breaker. Still trying to get back to his feet here. He's clearly in a bad way right now. His signature slam. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Hopefully Mojo Rawley can recover. Perfectly timed slam. Looks to me like he's lost his mojo. He could pin his opponent right here. One, two, three. There's the pin. It's over. It's all over. Yeah,
das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.